Nachdem wir uns mit Michael den Kopf der GTA 5 Bande schon angeschaut haben, widmen wir uns diesmal dem Jungspund der Truppe, der, wie wir hier sehen, ein kleines Faible für schummrige Etablissements mit leicht bekleideten Damen hat. Aber gut, wer hat das nicht? Franklin Clinton ist ein junger Afroamerikaner, der in einer sozial schwachen Gegend von Los Santos lebt, die an das reale Compton erinnert. Zusammen mit seiner extrem feministischen, fiesen Tante lebt er im Haus seiner verstorbenen Mutter und versucht, sich mit Diebstählen und anderen kriminellen Handlungen über Wasser zu halten. But girl, I done done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay, I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the end. We are women. We are free. We are women. Here I shout and we are women. Besonders sein Kumpel und möchtegern Gangster Lamar verstrickt ihn immer wieder in dubiose Geschäfte und Machenschaften, mit denen er eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. N-O-G, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, bobo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Das liegt auch daran, dass er dieses ganze Gangstergehabe nicht wirklich nachvollziehen kann. We got that shit, nigga, with a paper hat. Nigga, I'm talking about Buku Bill. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Come on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. We gonna run, fuck that! Franklin möchte am liebsten irgendwie zu Geld kommen und seine Gegend sowie den ganzen Gangsterblödsinn hinter sich lassen und ein ordentliches Leben führen. Als er also Michael kennenlernt, sieht Franklin die Gelegenheit gekommen, endlich aus seinem alten Leben auszusteigen, obwohl er damit sogar noch mehr kriminelle Handlungen begeht. Das ist ihm jedoch zunächst völlig wurscht, da er durch seinen neuen Umgang immer mehr Möglichkeiten geboten bekommt, die ihm helfen, aus dem Ghetto zu kommen. Some prosper and some struggle. Now are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now are you gonna do this or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. A long, long time ago. In seiner neuen Verbrechergruppe dient Franklin dem Spieler in vielen Szenen als Identifikationsfigur, da er als Neuling den alten Bankraubhasen Michael und Trevor immer wieder etwas begriffsstutzig gegenübersteht. Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys though too. So anyway, we robbed and lied and we hurt people. Pretty much lived a low-life kind of existence. But always dreaming. Of one thing and one thing only. The big one. The big one. The big one! What is the big one? Auf dem Weg zum Schotter nimmt Franklin aber nichtsdestotrotz bald eine wichtige Rolle im Gangster-Trio ein und blüht förmlich in ihr auf. Hier fällt auch auf, dass Franklin in gewisser Weise ein ziemlicher Egoist ist, da er trotz seltener Gewissensbisse über Leichen geht, um seinen Traum zu verwirklichen. Alles Weitere ist ihm recht egal. Damit wendet er auch seinen alten Freunden den Rücken zu, die nun wirklich nicht krimineller sind als er selbst. What that fool want now? It's your best friend, he's your best fucking friend! For real, my best friend, my homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man, but no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? Diese Rechtfertigung seiner eigenen kriminellen Taten und die Verteufelung der Handlungen seiner Freunde aus dem Viertel wirkt unglaublich scheinheilig, wenn man bedenkt, dass Franklin sich für Auftragsmorde gutes Geld zahlen lässt. You know, I don't even feel bad about it. This is so bad.
Eben dieses Verhalten sorgt dafür, dass selbst sein bester Freund an Franklins Loyalität zweifelt. If your ass can just act civilized, you would get some work. But instead, you wanna be this gang-banging, mad-dogging asshole. Oh, my bad, Mr. Goldcard. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-street nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Well, fuck you, Lamar. Nah, fuck you, F, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dawg? If something good comes up, I hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dog. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga. If you admit. Das alles lässt Franklin zwar in einem schlechten Licht dastehen, missen wollten wir ihn aber trotzdem nicht. Franklin ist durch seine Flucht aus dem alten Leben ein durchaus interessanter Charakter, der sich über seine Scheinheiligkeit bewusst ist und das auch immer wieder selbst reflektiert. Doch wir mögen den jungen Verbrecher auch noch aus einigen weiteren Gründen. So hat er ein gesundes Maß an Schadenfreude. Is that how you act, huh? When a friend makes a mistake, huh? No. Really? Man. Oh, no. What? Oh, so what? It's just me getting hurt? Is that funny? No, huh? Man. Well, who gives a fuck if he's gay or not? So wie moderne Ansichten bezüglich Homosexualität. Leave motherfuckers alone. Hello, Franklin. Außerdem ist er immer direkt. In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? Shut the fuck up. Zudem hat er fast so ein großes Schandmaul wie wir. More and more like a snee-eye itch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. 70. Und er hat eine politisch zwar nicht ganz korrekte, aber doch irgendwie lustige Art, mit Frauen umzugehen. No one ever does. A little thin for my taste. But nice. Where you going for a swim? What do you care? You think I got a fat ass and I only swim because I float easily? I was just making conversation. I'm doing a three-way. A what? A triathlon. Sounds like you got way too much time on your hands. F you. You like a stay-at-home cheerleader, do you? Pathetic. You know what? F you, bitch. I'll beat you. Come on. I promise. Seine Gangkriege gegen die Ballers lassen uns außerdem nostalgisch werden und erinnern uns an das großartige GTA San Andreas. What are we waiting for? Zudem bietet er mit Abstand die coolsten Fahrzeugmissionen. Am wichtigsten ist jedoch, dass er letztlich niemals seine Freunde im Stich lässt. Franklin mag also in gewisser Weise ein Egoist sein, Knorke finden wir ihn aber trotzdem. Damn, what's this button do?